Hey, meine lieben Motu-Freunde, hier ist der Motu-Papa. Und ja, ich habe diese Woche und ja, doch diese Woche, glaube ich, war es, oder Ende letzter Woche, habe ich so ein bisschen Kaufrausch bekommen und das erste Video, Quatsch, das erste Video, das erste Paket ist da. Sieben Figuren von einem wundervollen Menschen und ich freue mich, ich packe dir jetzt, ist noch alles zu, kam gerade, ich habe gerade meine Töchter von der Schule abgeholt und dann stand das Paket bei mir vor der Haustür und das packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Ich bin sehr gespannt. Jo. Bräuchte halt schon ein Messer, was schneidet. So, meine Mädels, die sitzen hier neben mir und die gucken zu. Sag mal Hallo. Hallo. Für Klebeband hier. Jetzt habe ich die Figur kaputt gemacht. So. Was sehen wir? Also, ich mache das mal so. Ganz viel von diesem Geschnüppel. So, schauen wir mal. Aha, hier sehe ich schon die erste Figur. Und das ist ein ein Ram-Man. Aber guckt mal, wie der aussieht. Ist das geil? Unglaublich. Wow. Das ist ja wow. Also ich bin echt, ey, guck dir das an. Mein lieber Scholli. Der Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Mein Gott. Taiwan 82. Also, das nenne ich mal ein Ram-Man und natürlich, wie sich das für Tobi Papa gehört. Komplett mit allem. Also das nenne ich mal ein Ram-Man. Wow, guckt euch den an. Ist der nicht Hammer? Ist der nicht Hammer? So, erste Figur. Ich bin Wahnsinn. Wow. Also das hat sich schon mal gelohnt, der Ram-Man. So, vielen Dank erstmal. So, dann gucken wir mal, was ich noch da drin habe. Ich meine, ich weiß ja, was ich gekauft habe. Oh, ja, da ist der nächste. So. Ja. Auch hier. So. Havoc Staff. Guter Zustand. Bin aufs Schwert gespannt. Sehr. Ja, ein bisschen hat es natürlich die Klassiker, aber nicht viel. Das ist ganz gut. Ja. So, und jetzt bin ich auf den Skelly gespannt. Was sind wir hier? Ich kann es dummerweise nicht lesen. Immer dieses eine Bein, gell, vom Skeletor. Das ist der Brüller. Steht aber super gut. Jawohl. Hardhead. Alter, ich kann es nicht lesen. Da steht nur Mattel 81 drauf. Aber nicht woher. So, das ist der Skelly. Das wäre dann mein zweiter Skelly. Es sieht schön aus, finde ich. Er hat hier so ein bisschen, das habe ich aber schon gesehen, so ein bisschen hier den Schmutz. Das mache ich, kriege ich aber alles weg. Na, da hinten hat er ein bisschen großen, leider ein bisschen zu viel Farbabrieb, meiner Meinung nach, aber eher wurscht. Also war Top-Preis. Steht auch sehr gut. Jawohl, super. Der ist auch da, sehr schön. Fünf Stück, glaube ich, habe ich noch vorne, ne? Da waren es überhaupt sieben, ich weiß es nicht genau.
Ich weiß es nicht genau, mal wieder hier. Also wenn man Motu sammelt, dann... Wenn man Motu sammelt, dann kriegt man ganz viel Plastik, den man nicht möchte. Nächste Figur, Cobra Khan. Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, weil er hat gesagt, er ist in einer sehr, sehr, sehr genialen Verfassung. Also, das ist wirklich gut. Schaut euch diesen Cobra Khan an. Ich habe zu viel Farbe hinten im Hintergrund, gell? Mit den Simon Soltau Bildern. Jetzt. So, also der ist echt. Der ist gut. Naja, irgendwie. Auch die Waffe, die ist wirklich richtig genial. Also da kann man, guck mal, die ist top. Top. Jetzt. Kaum ein Farbabrieb. Hier gerade an diesen braunen Dingern. Sehr schön. Füße auch toll. Also super. Toll, gefällt mir. Sehr gut. Pumpkopf funktioniert auch. So, dann gucken wir mal weiter. Ich greife jetzt einfach mal so schräg runter. Oh, ein Leech. So, das ist jetzt die erste Figur, oder beziehungsweise da ist noch was drin von der Horde, die ich jetzt bei meiner Neuanschaffung von der Horde bekomme. Und ja, da am Gürtel hat er einen klitzekleinen Farbabrieb. Aber der ist schon... Ja, das scheint auch noch zu funktionieren. Der ist schon mal richtig gut. Ein klitzekleines Farbabriebchen, wenn ich es jetzt auf die schnelle 2... sehe. Ich zeige euch den mal. Also, Leute. Ist der geil. Ist der cool. Hier am Gürtel vorne, seht ihr das? Ansonsten. Ach, muss ich kurz. Ist halt wirklich richtig gut. Also das ist wie neu. Fast. Sehr cool. Muss ich mir die Waffe noch angucken? Hey, das Ding ist doch nicht bespielt. Da kann mir doch kein Mensch sagen, dass das bespielt ist. Guckt euch mal das an. Hä? Die ist doch... Guckt euch das mal an. Also auch... Also, wow. Wow. Leute, also ist so krass, ey, so mal wieder ein Leech in der Hand zu haben, gell? Das ist echt der Wahnsinn. Also das ist auch hier, der ist Wahnsinn. Ich hänge mir den nachher gleich mal ans Fenster. Sehr cool. Was haben wir denn noch da drin? Oh, da haben wir noch ganz viele. Oh, jetzt da sind noch 3 Figuren drin. Also der nächste, habe ich mich lange überlegt, ob ich ihn jetzt gleich holen kann, aber ich will ja eh alle wieder mehr holen. Hier, unser Steinmännchen. Eines von beiden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Als allererstes mal die Waffe. Oh, Corona! Nein, Quatsch. So, hier gucken wir mal. Guck doch mal. Wahnsinn. Der Burner. Der Wahnsinn. So, und jetzt gucke ich mir den Guten mal an.
Dreck. Fabrik, weiß ich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe selten einen gesehen, der so gut von hinten war. Guckt euch das mal an, zieht euch das mal rein, Leute. Hier ein ganz kleines bisschen und da ein ganz kleines bisschen und ansonsten guckt euch mal diesen, guck mal, Leute, das ist doch genial. So, und vorne, also entweder ist das jetzt ein bisschen Feuchtigkeit vom Versand, oder der klebt ein bisschen innen drin, aber macht ja nichts. So, gucken wir uns den mal an. Ziehen wir uns den einfach mal rein. Guckt mal. Ist der nicht genial? Also wirklich ganz tolle Qualität. Und ich sage euch jetzt nicht, was ich dafür bezahlt habe. Aber richtig genial. Natürlich hier an der Waffe haben wir hier unten so ein, dieses kleine, da wo es halt rein und rausgesteckt wird. Da sieht man, dass er halt nicht Mint ist oder so. Das sieht man ja auch so. Aber funktioniert. Einwandfrei. Ich finde, es sieht immer so ein bisschen lustig aus bei denen. Ne? Bei Rokon und Stone da, wenn die da so ihre Dinger im Bauch drin stecken haben. So. Wie so ein Samurai-Kämpfer. So, was machen wir jetzt? Also, ich mache jetzt erstmal den anderen noch. Da freue ich mich drauf. Hier. Ich, wisst ihr, an wen mich Chris Lohr immer erinnert? An die Critters. Ohne Mist. Oh, der hat ganz weiches Fell. Hammer. Ganz weiches Fell. Nicht so ein zusammengerotzter. So, jetzt gucke ich mir den mal an. Ja. Also, nee, jetzt mal ohne Mist. Guck mal, das sieht doch so ein bisschen erinnert mich die Chris Lohr immer an die Critters. Guckt euch den mal an. Ist der nicht fantastisch? Ärmchen. Guck mal. Hat er dann Macken? Oder ist das Dreck? Aber, Leute, guckt euch die mal an. Also wirklich gut, oder? Der ist doch schön. Und ganz tolles Fell hat er, schönes Gesicht. Und jetzt gucke ich mir auch hier die Waffe auf. Mei, soll ich das so sagen? Ja. Top. Absolut. Top. Wahnsinn. Bin begeistert. Diese Kugelschreiber-Dinger, die kriege ich weg. Mache ich vielleicht mal ein Video. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht. Nichts bitte hin, Schatz. Ich habe ja schon ein paar Videos gemacht, wo ich reinige, aber ich habe die noch nicht online gestellt. Von daher, ja, die sind halt alle ultra brutal groß, aber so. So, und jetzt kommt dieser gute Mann da. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, wie er aussieht, wenn ich ihn jetzt da raushole, weil wir wissen, Extender. Jo, macht immer Probleme. Ich mache jetzt erstmal so und lege ihn mal so auf den Tisch und gucke mir als allererstes mal das Schild an. So, da haben wir sein Schild. Sieht erstmal, das Schild ist ja irgendwie jetzt nichts großartig weltbewegendes, aber mir geht es darum, ob das verkratzt oder so großartig ist. Und jetzt mal nochmal, guck mal, Leute, bitte. Ja. In den Top, also wirklich top. Also für mich ist das top. Ja, das geht ja schon so an Near Mint dran. Da ist ja wirklich nichts. Das sind Toucher, die da drauf sind. Ja, also das ist Wahnsinn. So, und jetzt gucke ich mir den guten Herren mal an. Also, er hat natürlich, das sehe ich jetzt schon, ja, er hat natürlich hier. Aber das ist alles Dreck. Das kriege ich zumindest immer. Hier, ne? Klassiker. Ja. Da, die Pünktchen, die würde ich wahrscheinlich wegkriegen, so wie es momentan aussieht. Ich muss einfach mal reingehen und leider, das habe ich auf dem Bild nicht gesehen, hat er hier oben einen kleinen Dinger. Aber wir gucken mal. Okay. Ein bisschen hart. Gut. Ah, okay. Mhm. Gut, der muss natürlich ordentlich gereinigt werden hier, der gute. Der ist ziemlich
dreckig, muss ich dazu sagen. Dreckig, ja, ist halt ein bisschen so. Verklebt. Aber den machen wir schön sauber. Und dann, also, jetzt gucken wir mal, ob er steht, wie er steht. Ja, fantastisch. Funktioniert alles einmal frei. Warte mal, ich kann euch das mal so zeigen. Ja. Genau. So. Also, der sieht auch ganz gut aus. Wenn ich den sauber gemacht habe, dann ist der richtig fit. Der ist auch hier, klebt da so ein bisschen, aber mein. Deswegen ist alles noch robust. Extender! Jo, fantastisch. Wie gesagt, das ist so die restaurationswürdigste Figur hier. Jetzt gehen wir nochmal alles durch. Also, in diesem Paket ein fantastischer, wirklich richtig, richtig genialer Ram-Man in einem fantastischen Zustand. Einen echt guten Skeletor. Gebe ich immer das so in die Hand. Ja, auch in einem wirklich passablen, guten Zustand. Hardhead. Ich habe hier oben meinen Softhead. Das ist jetzt ein Hardhead. Ja, ich werde die mal nebeneinander positionieren. Beine ein bisschen locker und ja. Skeletor hat immer mit seinem linken oder rechten Fuß immer so ein Problem. Steht aber top. Dann haben wir einen wirklich richtig, richtig schönen Cobra Khan, habe ich gekriegt. Toll. Dann habe ich wieder aufmachen und wieder reinstecken. So. Einmal mit einem fantastischen Zustand und hier auch, da bin ich übrigens sehr stolz drauf, dass er hier nicht so verkratzt ist. Den wunderschönen Leech. Also das ist wirklich ein Sahnestückchen mit einer, also ich kann gar nicht sagen, mit sehr begeistert. Sehr begeistert. Den tollen Chrysalor mit seinem weichen Fell. Auch sehr, sehr schön. Und zum Schluss den, der mir wohl am meisten Arbeit bereitet, aber komplett funktioniert. Auch wenn es ein bisschen schwieriger geht, da gerade. Extender. Sehr cool. Alles zusammen für einen fantastisch guten Preis, den ich jetzt nicht sage. Ich habe gestern nämlich gehört, man sagt nicht, man redet nicht über Preise. Hat man mir gesagt. Ich habe mal dezent nachgefragt. Ja, was kommt jetzt diese Woche noch? Diese Woche kommt definitiv noch, morgen wahrscheinlich, definitiv noch etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar ein Scarecrow. Ich würde sogar mal sagen, in einem sehr guten Zustand bis near mint. Das werde ich jetzt noch sehen, genau. Komplett mit Originalumhang und Originalbade. Es kommt diese Woche noch ein richtig guter Battle Armor He-Man und ein richtig guter Battle Armor Skeletor. Das war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Tschüss.